Scooter hat sein eigenes NFT letztes Jahr, glaube ich, war es, rausgebracht. Und das ist ja so der Moment, wo man denkt, jetzt spätestens ist man irgendwie mit dem Thema im Mainstream angekommen. Das NFTs ist natürlich nur ein Teil der Tokenisierung. Und ich freue mich jetzt auf das Panel, was André Bajorath moderieren und leiten und orchestrieren wird. Es geht um das Thema Tokenization of Everything. Die wichtigste Frage, die beantwortet werden möchte, hat André selbst mal gestellt: Kann ich in Zukunft meine Oma tokenisieren? Wir schauen mal, ob er und seine Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch auf eine Antwort finden. Ich übergebe das virtuelle Zepter an dich, André. Danke, Mike. Ja, hallo zusammen. Ich habe vier Menschen bei mir, mit denen ich heute über das Thema Tokenisierung von allem reden möchte. Und meine vier Gäste sind heute Ali Reza, der direkt neben mir sitzt, Durette Daume hinten an der Seite, Jan Karnath, der sich gerade mit Durette noch unterhält, und Jens Hachmeister. Wir wollen darüber sprechen, was wir tokenisieren können. Oh, wir sehen noch Raj vor uns, auch nett, ne? Möchte jemand? Der ist irgendwie stehen geblieben auf unserem Bildschirm. Na, jetzt nicht mehr. Oder Sprudel? Gerne Sprudel. Bevor wir anfangen, würde ich euch ganz kurz bitten, einmal kurz zu sagen, wer ihr seid, was ihr macht und warum ihr sozusagen auf dem Panel seid hier an der, auf der Cryptix. Und das könnt ihr in der Regel eigentlich besser, als ich das kann. Mike hat uns gerade gebeten, dass ihr das kurz macht. Das werdet ihr dann mit Sicherheit auch tun. Und Durette, ich würde dich einfach bitten, mal anzufangen. Also wer bist du, was machst du und warum bist du eigentlich mit uns auf dem Panel? Ja, Durette Daume, COO, CFO bei Cashlink. Wir haben eine Tokenisierungslösung entwickelt, da der Name passt sehr gut zum Panel, die es Unternehmen ermöglicht, digitale Wertpapiere auszugeben und somit den Blockchain-basierten Kapitalmarkt zugänglich zu machen. Jan. Ja, hallo, Jan Karnath, einer der Gründer von Timeless Investments. Wir haben eine App, mit der man dementsprechend Anteile kaufen kann von Sneakern, Uhren, NFTs, Kunst. Bieten den Leuten die Möglichkeit, ab 50 Euro Shares zu kaufen. Sie können sie dementsprechend auch traden. Wir sind eigentlich angetreten, um eine Investmentklasse zu demokratisieren, die vorher nur sehr, sehr reichen Leuten zur Verfügung standen. Wir stellen sie jetzt sozusagen jedem zur Verfügung, gerade in der Zeit, wo es relativ schwierig ist, die richtigen Anlageformen zu finden. Du bist ja sozusagen der Grund, warum ich jetzt irgendwie einen Bruchteil eines Nike Air Jordans habe. Ich habe mich dann irgendwie natürlich auch gefragt, was ich damit in der Zukunft tue, aber möglicherweise wissen wir das dann irgendwie in 5 bis 10 Jahren, warum ich das gekauft habe. Ja? Ich bin der Grund, dass du es gekauft hast. Naja, eure App ist der Grund, warum ich es gekauft habe. Ja, und wie war das Gefühl so? Fandest du es gut? Skurril, aber... Skurril, ja. Ich glaube, das ist ja einer der... Ich habe mich gefragt, wie er riecht, aber das... Das ist einer der Grundthemen. Also wir haben ja natürlich schon mit einem neuen Brand eine komplett neue Finanzklasse nach Deutschland gebracht, die von den Deutschen ja nicht unbedingt bekannt sind dafür, dass sie sehr aktienaffin sind. Also es ist relativ viel Trust und dann danke für den Trust, den du uns entgegengebracht hast. Ja, gerne. Jens. Ja, Jens Hachmeister, der Vertreter wahrscheinlich der etablierten Finanzindustrie hier in der Runde, Managing Director bei der Deutschen Börse und verantwortlich für alles, was das Thema DLT, Blockchain, Kryptos, Digital Securities anbelangt und dazu noch das Emissionsgeschäft verantwortend bei der Gruppe Deutsche Börse bzw. bei der Clearstream. Aber das heißt, dass du dann in der Zukunft der CEO bist, wenn du für alles das verantwortlich bist und das alles verändert? Guck mal, das ist ja nur so ein kleiner Teil von dem, was wir machen. Ne? Also Emissionsgeschäft sind ungefähr 350 Millionen Euro. Bezogen auf die Gesamtbilanz, die wir haben, ist das ein Bruchteil. Überschaubar, okay, alles klar. Ali Reza. Ja, Ali Reza Ziadat, bin hier aus Frankfurt, Anwalt und Partner bei Anerton, mache auch Podcasts bei Paytech Law, aber auch bei Permanent Banking, bin daneben noch neben der anwaltlichen Tätigkeit auch bei der Gesetzgebung aktiv im Vorstand der Blockchain Association der Europäischen Kommission in INATBA, war auch davor bei der deutschen Gesetzgebung von Krypto-Themen mit dabei und ja, ich helfe Unternehmen, die im Bereich DLT Blockchain was machen wollen, kleine Unternehmen, Startups, aber auch Banken und große Unternehmen, das ist so, was ich mache. Lass mal sofort bei dir bleiben und vielleicht mal ganz kurz zur Definitionsfrage. Wenn du so als Jurist, was du ja bist, kurz beschreiben wollen würdest, was ein Token eigentlich ist, was ist da möglicherweise aus einer rechtlichen Perspektive, kannst du das den Leuten sagen, was das ist? Ja, also es gibt keine richtige Definition von Token, es gibt keine allgemeine Definition, aber man kann sich so vorstellen, ein Token ist eine digitale Verkörperung von etwas, das
sehr wahrscheinlich auf der DLT oder auf der Blockchain gespeichert und gehandelt werden kann. Was ist, Dorette, wenn du darauf guckst, was ist da, wenn du über das, was Alireza gerade sagt und so ein Stück weit sagst, okay, das kann, ein Token kann das repräsentieren. Was ist daran so neu, also an dieser Token Economy für dich? Ganz klar, dass jetzt Asset-Klassen, die vorher nicht fungibel waren, jetzt fungibel sind, zugänglich sind, wie auch Jan ja schon sagte, für ja, jedermann, weil man sie in viel kleineren Stückelungen jetzt auch erwerben kann. Und ja, das sind eigentlich so die beiden größten Punkte, die dazugehören, neben den Punkten, die Blockchain allgemein ja mit sich bringt, Fälschungssicherheit, Transparenz, Möglichkeit für neue Geschäftsmodelle. Ja. Und Jan, wenn du das anguckst bei euch, wer kauft diese Bruchteile? Was sind das für Kunden? Sind das die typischen Kunden, die wir aus dem Aktiengeschäft kennen, oder sind das andere Arten von Kunden? Ich glaube, es kommt sehr stark auf die Asset-Klasse an. Prinzipiell, was man sehen kann bei unseren Kunden, Großteil besitzt auch Aktien, Großteil tradet auch mit Krypto. Durchschnittsalter ist 31, ich würde sagen so die Roundabout-Thematik von 20 bis 40. Meistens sind es Leute, die sich sehr, sehr gut mit der Asset-Klasse auskennen. Also es gibt Leute, die sich sehr, sehr gut mit Uhren auskennen, aber leider nicht 80.000 Euro haben, um sich eine Nautilus zu kaufen. Leute, die sich gut mit Autos auskennen oder auch mit Sneakern. Also im Prinzip geben wir ja den Leuten die Möglichkeit, ihr Wissen, das sie haben, dementsprechend auch jetzt auf eine Investment-Thematik einzusetzen. Und was ganz klar, was man sehen kann bei uns, das ist sicherlich ein generationsgetriebenes Thema. Also Leute zwischen 20 bis 40 können nicht auf die gleiche Weise Reichtum erlangen, wie es ihre Eltern geschafft haben. Wir werden höchstwahrscheinlich so schnell keine Zinsen sehen. Wir haben eher Negativzinsen. Und es hat natürlich schon auch eine Emotionalisierung sich des Finanzmarkts oder beziehungsweise der Finanzprodukte ergeben. Das wurde sicherlich durch sowas wie Trade Republic oder Robin Hood nochmal stärker auf das Thema mobil getrieben, was auch die dementsprechenden Probleme in sich trägt. Genau, und das sind eigentlich bei uns, ich würde sagen, wir bedienen die Millennials und vielleicht zum Teil die Gen Z. Lustigerweise haben wir jetzt so ein, zwei Leute auch, die dann deutlich älter sind, aber das liegt dann wahrscheinlich eher an den Assets wie dem Porsche oder wie dementsprechenden Kunstwerken. Ja, du hast gerade gesagt, dass die Porsche bei euch auch der erste Investor war, fand ich interessant. Ja. Ne? Also das ist ja fast irgendwie möglicherweise ein bisschen zu der Zielgruppe. Ne? Ich glaube, das war bei Porsche sicherlich zu dem Zeitpunkt, weil wir grundsätzlich mit dem Thema Invest in Things You Love und Platform for Things You Love etwas entsprechen, was Porsche ja so auch lebt. Die haben 70% ihrer Fahrzeuge noch auf der Straße. Das sind an sich, ist ja ein Porsche auf der einen Seite etwas Emotionales, aber meistens auch, wenn man ihn richtig pflegt, ein Investment-Vehikel. Und da haben die einfach eine Bold Bet gemacht auf uns, das muss man ganz klar sagen. Und jetzt hoffen wir, dass wir das Vertrauen zurückzahlen können. Ja. Wie lange ist es her, dass Sie investiert haben? Wie bitte? Wie lange ist es her, dass Sie investiert haben? In 2018. Also wir haben jetzt mehrere Finanzierungsrunden, wo Sie dementsprechend auch wieder partizipiert haben, aber die waren so die ersten, die im Prinzip mit uns dann den Weg und damals auch noch Blockchain mit Porsche zusammen das erklären, und es war auf jeden Fall ein schöner Prozess, aber gut. Ja. Jens, wenn du darauf hörst oder wenn du dir das anhörst und auch so ein Stück weit die Demokratisierung von Assetklassen auf der einen Seite und das Investment vor allen Dingen von der Gen Z in das Thema, ist das für euch, wenn du darauf guckst, eine Chance oder ist es eine Gefahr für jemanden wie eine deutsche Börse? Ich glaube, es ist aus unserer Sicht keine Gefahr. Es ist aus zwei Dinge. Ich glaube, erstens, es ist eine Chance, und auf der anderen Seite ist eigentlich auch ein großer Katalysator, um darüber nachzudenken, wie wir das Kerngeschäft, das Wertpapier, digitalisieren. Und lass mich noch zwei Sätze zu dem sagen, was Jan und Dorette gesagt haben. Ich glaube, wenn du dir das ganze Thema anguckst, Tokenisierung, kannst du es so ein bisschen in zwei Kategorien einteilen. Das eine ist sozusagen die Erweiterung der Asset-Klassen, ja, ob sie jetzt Collectibles sind oder wenn wir jetzt über Art reden, also wir haben ja mit 360X, sind wir auch sozusagen in dem Bereich vorgedrungen oder dabei vorzudringen. Und das andere ist sozusagen eher die Effizienzseite, wenn du über die Tokenisierung und Digitalisierung des Kernprodukts der Finanzindustrie nachdenkst. Und das beides kommt dann am Ende, glaube ich, zusammen in the long run. Also Tokenized Economy viel schon. Das heißt, am Ende ist ja die Frage, wenn ich davon ausgehe, dass Tokenisierung einer der Enabler ist für einen Internet of Values, ja, dann ist ja am Ende egal, ob ich jetzt ein Finanzinstrument rechtssicher tokenisiere, ein Collectible, oder am Ende, ob ich vielleicht meine Arbeitskraft digitalisiere in Tagesscheiben oder so. Das Spannende ist ja,
dass die Gesamtwirtschaft wahrscheinlich viel, viel flüssiger, viel, viel granularer wird und dass das eigentlich einzelne Bausteine auf dem Weg dahin sind. Und deswegen glaube ich, dass keine Gefahr ist, sondern wenn ich uns als Börse angucke, wir sind immer dabei, dass wir am Ende Märkte effizienter machen wollen. Und das, was wir jetzt an technologischen Möglichkeiten haben und das, was an Regulierung gerade geschaffen wurde, das ist eigentlich die Voraussetzung dafür, dass wir diesen nächsten effizienten Schritt für erstmal in unserem Kerngeschäft für Finanz- und Securities-Märkte machen können, aber dann auch das Ganze verbinden können mit, sei es CBDC, mit den Stablecoin-Entwicklungen, mit DeFi oder auch mit der Tokenisierung von Collectibles zum Beispiel. Und welche Rolle siehst du, wenn, du mal, wenn wir so ein bisschen auf die Rollen gucken, welche Rolle siehst du in so einer tokenisierten Welt für euch in der Zukunft? Weil ihr habt ja heute auch nicht nur die Rolle als Börse, sondern seid ja auch einer der größten Abwickler und Custodians und alles Mögliche. Was seid ihr in der Zukunft? Was, oder was wollt ihr sein? Ich könnte jetzt eine gemeine Antwort geben. Wir sind alles. Genau das, was wir heute sind. Weil ich sage immer, wenn ich unser Geschäftsmodell in einem Satz beschreibe, ne, dann ist es das Bauen, Betreiben und Beladen von Marktinfrastruktur, ja, basierend auf Technologie in einem regulierten Umfeld. Das heißt, wir sind die, die die regulierten Märkte betreiben. So, was ich jetzt vergessen habe bei dem Satz, ist ganz einfach: Es ist egal, ob es zentrale Marktinfrastruktur ist, die wir heute betreiben, Orderbücher, Clearinghäuser, Abwicklungssysteme, oder ob es dezentrale Infrastruktur ist. Und da sind wir, glaube ich, so ein bisschen an dem Kernpunkt. Wir glauben halt daran, dass wenn ich dezentrale Infrastruktur habe, wenn ich Netzwerke habe, dass es irgendeine Trusted Third Party braucht, einen Betreiber. Das heißt, das eine ist sozusagen der Betrieb von Marktinfrastruktur, das andere ist die Rolle der Trusted Third Party in so einem Spiel. Ja, und das dritte ist am Ende, ich habe es eben gesagt, Märkte effizienter zu machen. Ja? Und da der Katalysator zu sein, unterschiedliche Stakeholder zusammenzubringen in einer Marktinfrastruktur und über die Tokenisierung, die Digitalisierung und die Verteiltheit am Ende von Märkten diesen Step-up hinzukriegen. Also deswegen für uns eigentlich die gleiche Rolle, aber in einem veränderten Umfeld. Das bedeutet trotzdem Anpassung und massive Anpassung. Teilst du das, Jan? Also teilst du das, was Jens sagt und möglicherweise auch mal den Blick auf eure Rolle, was ihr für eine Rolle einnehmt? Ja gut, also man muss dazu ja sagen, sozusagen, wir sind der ganz kleine, süße Challenger und ich glaube, wir machen da einen ganz, ganz kleinen Teil dieser Industrie jetzt auf. Was das Spannende ja daran ist, dass man einfach merkt, dass die Kunden sehr aktiv nach solchen Investitionsmöglichkeiten suchen. Das kann man natürlich als kleines Startup relativ schnell prototypisieren. Ich würde wahrscheinlich sagen, für die deutsche Börse ist es eine riesige Opportunity, so würde ich es wahrscheinlich verstehen, alles was da passiert, aber das kannst du sicherlich deutlich besser einschätzen. Ich glaube, das total Interessante ist, was wir ja jetzt haben, wir haben so eine generationale Bewegung dahin, dass wir haben uns darauf geeinigt, die 20- bis 40-Jährigen zum Großteil digitale Sachen haben Wert. Also ob man nun den Bitcoin, Ethereum nimmt, ob man NFTs nimmt, das ist ja sozusagen ein Hype, der ist jetzt passiert. Das hätte man vor 2 Jahren jemand erzählt, die hätten sich kaputt gelacht. Ja? Dass ein Crypto-Punk für 500.000, aber zum Teil auch für 2 Millionen über den Tisch geht. Und ich glaube, das ist eigentlich nur der Anfang von dem, was wir jetzt sozusagen sehen, dass immer mehr Teile tokenisiert, fraktionalisiert, zugänglicher werden, Investmentmöglichkeiten, Nachweisbarkeiten, Smart Contracts, darüber dann dementsprechende Verbindungen zu Trust-Themen oder auch zu wirklich die Möglichkeit, dass alles ein finanzielles Produkt wird. So, dann kann man jetzt sagen, da wird es Leute geben, die sagen, das finde ich ganz grauenhaft. Und ich würde aber sagen, ich finde es ziemlich grandios, weil das wenn man es richtig benutzt, unglaubliche Potenziale eröffnet, auch unglaubliche Themen zum Richtung Sustainability, Richtung, wie wir als Gesellschaft miteinander leben wollen. Und das war vorher einfach nicht möglich. Und das ist die eine Sache, ist, glaube ich, das Mitteilhaben an etwas, so wie wir das jetzt machen, wenn Sie jetzt ein Riesenexperte zum Thema Kunst bist, dann konntest du vorher nicht teilhaben daran. Du konntest, obwohl du wusstest, dass Banksy ganz, ganz groß wird, konntest du vor 5, 6 Jahren wahrscheinlich noch kein Bild kaufen. Das ist ja so die ganz kleinen Anfänge. Das ist aber im Prinzip ein winziger Teil von dem, was da möglich ist. Und gerade nehmen wir auch den deutschen Mittelstand, das ist eine Riesenopportunität, die wir da eigentlich haben, die, glaube ich, viele noch nicht so sehen, aber die jetzt nach und nach kommen wird, wo potenziell die deutsche Börse einer der Trusted Operator natürlich ist, weil die kennt man. Ja. Und wir probieren natürlich in unserem Weg jetzt ein neues Fintech-Produkt an den Mann zu bringen, weil es gerade ein Timing hat. Das liegt daran, dass Aktien hoch sind, dass Krypto hoch ist, dass viele Leute sich was überlegen und die Emotionalität zu einem Banksy, zu einem Fahrzeug oder zu einer Rolex eine ganz andere ist als zu einer Allianz-Aktie. Ja. Und wenn du über eure Rolle sprichst, also wie definierst du euch? Also Jens hat ja gerade die deutsche Börse ganz gut definiert, was sie tut und welche Rolle sie hat. Mhm. Was seid ihr? Bist du eher eine Art Börse? Siehst du dich als Marktplatz? Mhm. Was seid ihr? Also ich glaube, in der reinen Definition sind wir gerade ein Marktplatz. Ich glaube, es ist aber mittlerweile verschwimmt es auch sehr. Also wenn man sich so die klare Lehre anschaut, okay, wie werden Plattformen definiert, wie werden Börsen definiert und wie werden
Marketplace Solutions, was heißt das, wo sind die Supply Constraint oder nicht. Und das zeigen ja mittlerweile auch Unternehmen wie Nifty Gateway, wie OpenSea etc., dass das eigentlich sehr, sehr stark verschwimmt und dass es eine Weiterentwicklung geben muss. Bei uns Status Quo Marktplatz, ich glaube, es gibt sicherlich ganz klare Ausbaustufen, die wir jetzt noch vor uns haben, die wir sehen, und da muss man aber auch sagen, Status Quo geht es wahrscheinlich allen so, es passiert einfach gerade in 3 Monaten so viel, wie sonst vorher vielleicht in 12 Monaten, auch durch dieses Brennglas Corona, durch diese Art wie Leute, die halt einfach Ethereum oder ETH für 50 Euro gekauft haben, jetzt plötzlich unglaublich reich sind. Also es hat eine sehr starke Versetzung und damit, wir bedienen einen Need, der dementsprechend im Markt ist und müssen uns dementsprechend auch angleichen. Und Status Quo sind wir im Marketplace. Ob ich das gleich in einem Jahr sagen würde, weiß ich nicht. Regulatorisch bist du was? Regulatorisch fraktionalisieren wir Assets und sind dementsprechend im, ja, fraktionalisieren. Komm, gleich, noch beantworten. Die fraktionalisieren Collectibles, die wir kaufen und bieten sie dann als Teilhaber an. Ja. Okay. Du, Retti, ihr habt ja mit Cashlink mal mit was ganz anderem gestartet. Ne? Also so das Thema Rolle, das war ja irgendwann, glaube ich, auch mal ein Peer-to-Peer-Payment, wenn ich mich recht entsinne. Da warst du noch nicht dabei, aber trotzdem erinnere ich mich daran, dass deine Kollegen, glaube ich, waren es damals auf einem Bankathon von uns auch mal waren und das Ganze mal vorgestellt haben. Wie definiert ihr eure Rolle? Also habt ihr eine sichtbare Rolle für Kunden oder seid ihr ein Teil Infrastruktur? Also was siehst du euch? Also auch wenn du auf die beiden Vorredner gerade mal guckst. Ja. Ich meine, sogar der Gesetzgeber hat jetzt einen Namen gefunden für unsere Rolle. Ich würde sagen, das neue Unwort des Jahres, Kryptowertpapierregisterführer, ist ja so schön eingeführt wurde durch das elektronische Wertpapiergesetz. Kryptowertpapierregisterführer. Sehr schön. Aber kann man Jens so nennen. Jens kennt, glaube ich, noch mehr solcher Wortungeheuer aus dem deutschen Gesetz. Ne? Einige. Aber wenn man es jetzt, ich mache mal, das Wort ist jetzt ja ist neu, weil das Gesetz gibt es seit Juni. Wir sind jetzt seit dieser Woche auch offiziell vorläufig lizenziert. Insofern dürfen wir das jetzt auch offiziell durchführen, BaFin unter BaFin-Aufsicht, insofern ähnlicher wie ein Finanzinstitut, also da auch der BaFin Rechenschaft schuldig. Bist du jetzt Geschäftsleiterin, ja? Wie auch immer man das jetzt per Gesetz dann nennt, genau. Ja. Vorher haben wir im Prinzip das Gleiche gemacht, ohne dass es jetzt den Weg in das Gesetz schon gefunden hat. Aber wir haben eine technologische und regulatorische Infrastruktur aufgebaut, die es Unternehmen ermöglicht, Wertpapiere auf die Blockchain zu bringen, digitale Wertpapiere auszugeben und ja, diese auch zu verwalten. Und seid ihr an der Stelle eher ein Partner für so jemanden wie eine deutsche Börse, ein Dienstleister oder Wettbewerber, wenn man das mal gerade so vergleicht? Ich würde sagen Partner, weil nur partnerschaftlich kann man Mehrwert schaffen. Also insofern, ich glaube auch nicht, dass eine deutsche Börse oder eine Clearstream oder ähnliches verschwinden wird, also auf gar keinen Fall. Es gibt einfach eine weitere Möglichkeit, Wertpapiere auszugeben, ja, auf einem anderen Weg, damit vielleicht eben auch andere Assets da reinzubringen, die bestehenden Assets da reinzubringen. Also insofern, genau. Alireza, jetzt haben wir gerade über neue Rollen gesprochen und neue Wortungetüme. Ne? Und wenn du so auf Deutschland gerade drauf guckst, glaubst du, wir tun uns einen Gefallen, dass wir so eine Art Forerunner der Regulierung im Bereich Crypto-Digital Assets gerade sind? Also jedenfalls nehme ich es so wahr, dass Deutschland, das haben wir gestern Abend beim Abendessen ja auch kurz besprochen, so eine Vorreiterrolle einzunehmen scheint. Ist das gut für Deutschland? Ja, tatsächlich würde ich sagen, das ist gut, ja. Ich bin grundsätzlich nicht dafür, dass man alles reguliert und habe auch damals, als Deutschland die 5. Geldwäscherichtlinie so umgesetzt hat mit der Erlaubnis für das Kryptoverwahrgeschäft und Kryptowerte dann als Finanzinstrumente klassifiziert hat, da haben alle auch gedacht, was hat jetzt Deutschland gemacht, haben sich ins Krypto ausgeschossen. Aber tatsächlich ist das Gegenteil eingetreten. Wir haben viele ausländische Firmen gehabt, die dann erst recht nach Deutschland gekommen sind. Coinbase zum Beispiel als erster Kryptoverwahrer in Deutschland, aber auch andere, die dann gesagt haben, hier Binance und andere Marktteilnehmer, die gesagt haben, Deutschland gibt uns ein Regelwerk, was transparent ist, was man versteht und daran können wir uns richten. Das sind klare Regeln und damit können wir Geschäft machen. Und deshalb würde ich nicht sagen, dass Deutschland mit der Regulierung sich einen Nachteil geschaffen hat, sondern im Umkehrschluss zu sagen, gerade, dass Deutschland den ersten Schritt gemacht hat, ist ein Vorbild für andere. Wir haben nächstes Jahr die Market and Crypto Assets Regulation, die kommen wird, die mehr oder weniger das ist, was wir in Deutschland schon machen. Ja. Und da werden auch viele... Die kommt in Europa, also sozusagen. Die kommt in Europa, die kommt im europäischen Wirtschaftsraum. Aber der Vorteil für uns in Deutschland, die jetzt schon Geschäfte machen, reguliert als Kryptodienstleister, können auch zukünftig dann unter der MiCA das machen und dann auch im europäischen Wirtschaftsraum, Passporting und so weiter. Und das ist definitiv ein Vorteil für den deutschen Standort, dass wir schon jetzt die Regulierung haben.
Wie seht ihr das, Jens? Hast du das auch das Gefühl? Ich meine, ihr seid ja international als deutsche Börse unterwegs. Sind wir da Vorrunner und gut? Also ich, das, was Reza gesagt hat, kann ich absolut unterschreiben. Also wenn man mit unseren Kunden redet, sowohl sozusagen im europäischen Ausland, also ich blick nach Frankreich oder auch der ein oder andere spanische große Bank, die gucken schon, muss man sagen, recht neidisch auf das, was wir mit dem EWPG hier haben. Reza hat es auch gesagt, am Ende, EWPG ist ja auch einer der Blueprints für das Digitalpaket auf europäischer Ebene gewesen. Und das Thema deutsche Regulierung schlägt Wellen eigentlich bis in die USA. Also die typischen High-Street-Banks dort, auch die gucken und überlegen sich schon, ob Deutschland eine Alternative ist, um einfach zügiger auch Lösungen und Infrastruktur an den Markt zu bringen. Weil also rechtssichere. Rechtssicher, genau, das wäre der letzte Halbsatz gewesen, um genau diese Stabilität, diese Legalstabilität einfach auszunutzen, um da auch weiterzukommen. Okay. Und ich denke, wir tun uns damit einen Gefallen, da den Kopf rauszustecken. Dorette, jetzt habt ihr gerade einen Antrag sozusagen gestellt, so wie ich es verstanden habe. Hat euch das defokussiert in der Firma für eine Zeit? Also war das irgendwie etwas, was euch geholfen hat? Oder wo du sagst, boah, hätte ich mir auch sparen können, weil letztendlich technisch machen wir das Gleiche wie bisher? Also wir glauben, Regulierung und Rechtssicherheit schafft Trust und damit auf jeden Fall einen Wert für die Personen, die davon betroffen sind. Also hat das den Fokus abgelenkt? Ich würde nicht sagen, weil man hat sich damit auseinandergesetzt, was ist eigentlich der Wert, den wir schaffen? Wie sieht das Geschäftsmodell aus? Bringt das Wert für unsere Kunden? Wir sind ja sehr tech-fokussiert an einem Produkt. Wir möchten ein Produkt bauen, das dem Kunden, der uns nutzt, Mehrwert bietet. Und regulatorische Sicherheit ist auch ein Mehrwert. Okay. Jan, ich kenne das ein bisschen aus der Payment und Banking und aus der Fintech-Welt. Ne? Und da war am Anfang war das immer so, dass eigentlich nahezu kein Geldgeber und eigentlich nie jemand gefragt hat, was seid ihr eigentlich sozusagen regulatorisch? Hm. Und das hat sich dann irgendwann sehr stark gedreht. Und das ist meistens dann so, das wirst du wahrscheinlich auch kennen, eine der ersten Fragen, die dann mittlerweile gestellt werden. Ist es bei euch so momentan in der, ich sag mal, in der Krypto-Szene auch so, dass diese Frage mittlerweile gestellt wird? Was seid ihr? Genau, ich glaube, das war bei uns natürlich mal ein bisschen spezieller, gerade bei Investoren war es erstmal, glauben die überhaupt daran, was wir da tun? Dann haben wir die ersten Zahlen gezeigt, dann fanden wir das alles sehr, sehr spannend. Aber ich glaube, das war bei uns sogar nochmal stärker anders, weil wir ja so ein komplett neues Konzept gepitcht haben. Man musste erstmal glauben, dass Collectibles eine eigene Asset-Klasse werden, dass Leute bereit sind, in ein digitales Abbild eines Collectibles zu investieren und zu vertrauen, dass wir das dann auch gut aufbewahren und versichern und so weiter. Damit fingen bei uns die Fragen, glaube ich, viel, viel weiter nochmal oben an. Entweder absolute Begeisterung nach dem Motto, danach habe ich immer gesucht, oder das macht doch sowieso keiner. Also wir hatten auch sicherlich Leute, die lächelnd nach 2 Minuten sagten, also da glaube ich nie im Leben dran. Da habe ich mich natürlich dann, haben wir uns gefreut nach 3 Monaten, wenn wir zeigen konnten, dass das doch anders aussieht. Aber somit bei uns fingen die Sachen viel, viel grundlegender, viel galaktischer, viel NFTs, Riesenthema. Dann kam dieser NFT von Beeple für 69 Millionen, da konnte ich zum Teil, wollten sich 15 Minuten mit mir darüber unterhalten, ob das jetzt einen realen Wert hat oder nicht. Und ich wollte eigentlich eher erzählen, was wir so als Company machen. Also ich glaube, da kommen ganz viele Sachen zusammen. Und auch wenn wir uns NFTs im Allgemeinen angucken, wie sich das jetzt über Zeit entwickelt hat, wie OpenSea im Prinzip 2,5 Milliarden Euro Umsatz macht in, glaube ich, Q2 und dann jetzt nochmal in Q3 nochmal ordentlich einen drauflegt. Das sind ja einfach ganz klare Zeichen, dass es sehr stark disruptive Bewegungen gibt, wo wir einen Teil probieren, da mitzuspielen. Und das, was aber eben ganz, ganz viele Fragen aufwirft, die bei uns auf jeden Fall deutlich früher gestartet sind. Ja. Was sind denn eigentlich die meistgefragtesten Produkte bei euch? Also das kann man ein bisschen angucken, wir rechnen es ja in Sellout-Times und wie schnell wird eine Share verkauft. Also der Banksy ist innerhalb von 10 Minuten verkauft worden, das waren so 150.000 Euro. Musstet ihr den selber kaufen? Den haben wir selber gekauft, ja genau, wir kaufen den selber, fraktionalisieren ihn dann, da haben wir 100.000 Euro fraktionalisiert. Das war dann in 10 Minuten ausverkauft, wir hatten Sneaker, die sind innerhalb von 3 bis 4 Minuten ausverkauft, eine Rolex-Uhr für 100.000 Euro, die in 21 Minuten weg war. Das wird schon relativ klar gekauft, dass man merkt jetzt, Sneaker sehr, sehr, sehr beliebt, aber vor allem Kunst funktioniert deutlich besser, als wir das gedacht haben. Wir hatten beim Banksy innerhalb von 1 Minute 20.000 Payment Requests, also Leute, die im Prinzip probiert haben, panisch einen Anteil an diesem Bild zu kaufen. Das verändert sich aber auch immer wieder über Zeit. Also am Anfang haben wir gedacht, okay, Uhren und Sneakern sind das, jetzt merkt man, als die Kunst dazugekommen ist, dann Kunst deutlich noch ein riesiges Potenzial hat. Und wir sehen auch andere Sachen, wir haben jetzt ein Original Michael Schumacher Helm zum Beispiel, haben wir fraktionalisiert vom letzten Rennen, das er in Deutschland gewonnen hat, das unterschrieben ist, auch das hat enorm gezogen, ja? Also wo sozusagen dann Leute
emotional eben investieren und das Ganze dann dementsprechend auch in Trading Windows auch traden. Zwangsläufig die These jetzt, würde ich sagen, alles, was einen emotionalen Wert hat und aber auch als Investment-Vehikel wahrscheinlich sehr interessant ist, und das kommt über, wie rar es ist, wie gut es ist zertifiziert und wie viel Zeitgeist hat es. Das sind die stärksten Trigger, wo wir dann sehen. Wer verwahrt denn eigentlich die emotionalen Güter? Also wir haben im Prinzip alles, was im Bankschließfach passt, kommt in Bankschließfach. Das ist bei Autos ein bisschen schwieriger. Die kommen dann in so Oldtimer-Remisen. In Berlin gibt es die Remise oder die Motorworld. Das kennt man wahrscheinlich auch. Da wird das Ganze dann sicherlich versichert und aber auch instand gehalten. Das ist bei der Uhr deutlich weniger komplex. Das ist bei einem Sneaker auch nicht so komplex. Bei Kunst wird es immer schon ein bisschen anders. Oder bei Wein. Wir haben jetzt gerade heute die erste Kiste Wein für 50.000 Euro fraktionalisiert, da geht es dann um Temperatur, da arbeiten wir mit vielen Partnern zusammen, zum Teil auch Leute, von denen wir es kaufen, wo wir es dann wiederum lagern. Wird jetzt aber auch ein Problem, wir haben mit 60 Assets fraktionalisiert, wir wollen nächstes Halbjahr 140 Assets machen und sehen uns da jetzt schon sicherlich vor der Herausforderung, wie wir denn die ganze Lagerung von den verschiedenen Themen dann machen, weil auch nicht alle klein sind. Ja, also es wäre sehr lustig, nur, ne? Wir reden über digital und ihr habt jetzt gerade haptische Probleme. Ja? Gut, das ist ja ein Teil der Convenience unseres Produktes, dass wir sagen, okay, es gibt die Möglichkeit, dass du dein Wissen, dass du über gewisse Collectibles hast, dass du investieren kannst, dass du dich aber nicht um das Thema kümmern musst. Wie versichere ich es, wie lagere ich es, zu welchem Preis verkaufe ich es? Ist es gerade, ist es ein Fake? Das ist ja auch ein total relevanter Punkt. Also gerade im Uhrenmarkt enorm viel Fake, Kunst müssen wir gar nicht drüber reden. Das ist ja ein Teil der Convenience, die wir mit in das Modell mit reinbringen. Damit ist es auch unser Problem und da müssen wir uns auch drum kümmern. Ja? Jens, wir beide sind ja die Ältesten hier auf dem Panel und das Thema Blockchain ist ja schon ein paar Jahre unterwegs. Ne? Mhm. Was ist heute anders als vor 3 oder 5 Jahren? Hast du irgendwie das Gefühl, also Timing ist ja immer super relevant. Ja, ich glaube, es hat sich schon einiges verändert und als deutsche Börse haben wir die Reise angefangen, 2015 eigentlich, muss man sagen, in unterschiedlichen Phasen und ich denke, dass jetzt insbesondere auch mit dem Durchbruch auf der regulatorischen Seite, dass eigentlich die Voraussetzungen geschaffen wurden, um wirklich in Infrastruktur zu investieren. Und wenn man sich vorstellen, wir werden ja jetzt über das Wochenende werden wir den ersten Teil unserer neuen D7-Infrastruktur live setzen, also das Gegenstück praktisch zum dezentralen Register. Wir werden ab Montag sozusagen ein zentrales digitales Register anbieten, auch BaFin sozusagen genehmigt. Wir haben jetzt damit eigentlich diese Tür aufgemacht, um eigentlich in die nächste Phase zu gehen, um wirklich zu sagen, wir haben produktive Infrastruktur und auf einmal hat man eine ganz andere Diskussion auch in der breiteren Industrie. Das heißt, aus meiner Sicht hat das Thema eine Gravitas erreicht, an der auch große Spieler nicht mehr vorbeigehen können. Die großen Namen in der Industrie haben teilweise jetzt eigene Einheiten aufgesetzt, um sich mit den Themen zu beschäftigen und das zeigt eigentlich, dass der Zug praktisch rollt und dass der auch viel, viel mehr Fahrt aufgenommen hat als vor 2 oder 3 Jahren. Sind wir einfach aus dem Status der POCs raus? Ist das möglicherweise sozusagen der Unterschied? Okay. Durette, ich habe gerade schon von eurem Pivot gesprochen, ne? Und das ist ja schon echt jetzt ein bisschen länger her. Und das war ja, glaube ich, auch schon eine relativ fette Wette, die ihr dann damals gemacht habt, zu sagen, wir gehen auf das Thema Tokenisierung. Wie hat sich das für euch entwickelt? Also was war der Grund damals zu sagen, war das einfach ein starker Belief und dann zu sagen, okay, wir gehen komplett da rein? Also ich würde sagen, eine Wette, die sich ja definitiv ausgezahlt hat, sonst würden wir jetzt heute nicht darüber sprechen oder der Gesetzgeber damit auseinandersetzen. Wir sind schon immer ein Tech-Startup gewesen, Tech-Gründer, und somit immer Deep Tech auseinandergesetzt. Klar, als Peer-to-Peer-Stay-in-Payment-Startup gestartet, aber auch mit darunterliegenden Algorithmen etc. Und die Kollegen, und ich weiß es ja auch nur jetzt aus den Geschichten, ich war ja selber nicht dabei. Anekdotisch, genau. Da kann der Michael sicherlich mehr aus dem Nähkästchen plaudern als ich. Aber die Kollegen haben sich damals auch schon sehr viel mit der Kryptowelt, die ja, sage ich mal, mit der ICO-Blase etc. in 2017 und 18 schon wirklich so Höhepunkte hatte, damit auseinandergesetzt und immer damit gefragt, welchen Use Case gibt es denn und wo können wir diese Technologie, die wirklich super spannend ist und die so viel Potenzial bietet, sinnvoll einsetzen. Und als Startup, wenn man so, da ist man ja selber sehr stark damit beschäftigt, Finanzierung, Geldaufnahme etc. Und dann war so der erste Use Case, aber man kann sich darüber ja auch selber finanzieren und darüber ein Wertpapier ausgeben. Und dann hat man das an sich selber ausprobiert und dann haben das noch einige andere gemacht und auf einmal haben sich alle Finanzinstrumente dafür geöffnet, weil es im Prinzip ja nur rechtliche Strukturierung ist, die dahinter hängt. Und schon stand das Produkt im Prinzip da, eine MiFID-konforme Zeichnungsstrecke, die dazu gehört, Anlegeraufnahme, KYC etc.
Und das digitale Wertpapier, das dann auch viel leichter transferierbar ist für Dinge, die vorher nicht transferierbar waren. Alireza, wenn du über das Thema sprichst und du bist ja auch schon, das hast du gestern Abend mir auch gesagt, schon lange in diesem Thema drin. Wie viel Tech ist da drin und verstehen deine Kollegen, wenn du dich mit ihnen unterhältst, was du tust? Ja, es ist durchaus sehr viel Tech drin, weil ich auch immer wieder neue Themen habe, immer wieder neue Mandanten mit neuen Ideen. Also DeFi kommt jetzt mehr und mehr und im Bereich DeFi, da gibt es auch Produkte und Themen, die sind wirklich ganz neu. Da muss man erstmal den Kollegen auch erklären, was es in der alten Welt ist, wie man das rechtlich, ja, wie sagen, als Juristen subsumieren könnte unter einer Norm. Und da ist es schon zum Teil schwer. Also auch wir als Änderten, wir haben jetzt auch Probleme, Nachwuchs zu finden, die dann in diesem Bereich dann unterstützen können, weil es ist halt eine ganz andere Welt, ja. Und da muss man schon technisch affin sein, um das auch juristisch dann auch richtig einordnen zu können. Und hast du jemanden, mit dem du darüber reden kannst im Büro? Ja, klar, also bei uns, wir sind durchaus jetzt nicht nur für den Bereich Krypto, sondern insgesamt bei Fintech und Payment, da haben wir schon sehr viele Kollegen, die sich ja super auskennen. Und da wir auch jetzt nicht nur in Frankfurt sitzen, sondern auch in München und in Berlin und in Luxemburg, da gibt es schon Kollegen, die auch wirklich tief drin sind. Und ja, ich mache auch viel mit den anderen Kollegen zusammen, das kann man alleine nicht machen. Aber man muss auch ganz ehrlich sein, in Deutschland gibt es nicht viele Juristen, die in dieser Thematik drin sind und es verstehen. Was auch wiederum nicht schlecht ist für uns, ja. Wir haben gerade das Thema ICO schon mal kurz gehört, ne? Und war ja jetzt irgendwie nicht nur das Beste für das gesamte System, glaube ich, so in Teilen die ICO-Blase. Gerade in Frankfurt gab es ja ein paar nicht so schöne Beispiele dafür. Ja. Welche Risiken siehst du, wenn du gerade auf das Thema NFT drauf guckst, auf das Thema Tokenisierung gerade drauf guckst, welche Risiken siehst du möglicherweise auch fürs System? Mhm. Klingt immer so komisch nach Systemfragen. Also ich sehe persönlich die Risiken, die gibt es schon immer, jetzt nicht nur mit Blockchain und DLT und NFTs oder Token. Das Risiko ist halt, viele investieren in etwas, was sie nicht verstehen. Und das gab es auch in der alten Welt, wo man in Aktien investiert hat, wo die meisten noch nicht mal einen Jahresabschluss lesen konnten. Und nicht anders ist es jetzt, wenn man ein ICO hat und einer draftet ein White Paper und niemand liest sich das Ding durch. Ja? Also man kauft etwas, auch beim NFT oder Token, und weiß gar nicht, was man da erwirbt. Und das ist, glaube ich, das Problem. Das Problem ist nicht die Technologie, sondern das Problem ist die Kommunikation zwischen den beiden Parteien. Ja? Man denkt, man kauft irgendetwas und man kauft vielleicht was ganz anderes. Ja? Und das ist halt auch der Grund, weshalb auch wir hier in der Reihe des Öfteren gehört haben, Regulierung hilft in der Hinsicht. Ja? Man muss da, man reguliert nicht die Technik, sondern man reguliert tatsächlich eher die Kommunikation, was jetzt gerade in dieser Transaktion passiert. Jens, du hast gerade gesagt, ihr bringt jetzt gerade was Neues raus übers Wochenende und Montag ein neues zentrales Register, wenn ich es richtig verstanden habe. Hast du momentan gerade noch Dinge, wo du sagst, da brauchen wir echt noch neue Rahmenbedingungen, um möglicherweise noch einen Schritt zu tun und nochmal so einen Boost zu bekommen, wie wir ihn jetzt gerade erlebt haben? Ja, ich denke, das, was jetzt an Regulierung auf dem Weg ist, muss man jetzt erstmal abschließen. MiCA, Pilot-Regime und so weiter. Und dann muss, glaube ich, die Industrie das erstmal verdauen und gucken, wenn ich jetzt implementiert habe anhand der Regulierung, funktioniert das und was funktioniert nicht? Und dann kann man eigentlich iterativ, die nächste Regulierung anschieben oder nennen. Was ja typischerweise dann passiert, ist dann ein Review sozusagen. Die Erfahrung aus anderen Regulierungen ist, dass wirklich so eine, ich sag mal, so mehr Jahresscheiben oder Fenster wirklich gut tun, weil sonst kommt man mit den Investitionen und den Anpassungen am Ende gar nicht hinterher. Das tut, glaube ich, der Marktadaption am Ende auch nicht gut. Also ich denke, das, was wir jetzt haben, sollten wir erstmal schauen, dass wir das gut nutzen und dann basierend auf den Erfahrungen, die Industrie gemacht hat, dann gucken, was eigentlich die nächsten Schritte sind, die Sinn machen. Du nickst, siehst du genauso? Ja, auf jeden Fall, zumal ja auch viele der Teile der Gesetzgebung, die jetzt rausgekommen sind, noch sehr viel mehr Definition, Klarstellung, Anwendung, Umsetzung, Interpretation, was auch immer dazu gehört, BaFin-Merkblätter, Austausch und so weiter, ist dazu Bedarf, weil das Gesetz ist gut, ist eine gute Grundlage, auf der man arbeiten kann, aber vieles ist auch weiterhin unklar, was ich, wie Jens sagte, eben jetzt finden muss.
Die Player müssen sich finden, der Regulator muss sich finden, der Regulator muss auch Antworten geben. Und deswegen ist es gut, dass man da, also ich sehe es genauso, man muss damit jetzt arbeiten können. Das Wertversprechen, das das Gesetz und die Gesetzgebung bringt, muss sich erfüllen. Wir hoffen sehr stark, dass es sich erfüllt. Und dann kann man davon weitergehen. Wenn man jetzt zu viel auf einmal und wieder klein, klein hier was regelt oder neu und versucht gegenzusteuern, da übersteuert man nachher. Deswegen, ich sehe es genauso. Du auch, Alireza? Ich meine, es ist ja eine rechtliche Frage, Regulatorik, oder hast du noch Wünsche gerade, wo du sagst, so fehlt gerade was? Ich glaube, wir sind schon gut dabei in Deutschland und im nächsten Jahr dann auch mit der MiCA, mit der Regulierung erstmal. Ich glaube, wir sollten noch nicht zu viel regulieren, nicht überregulieren. Also DeFi, habe ich schon gesagt, da sind sich viele einig, ist nicht unbedingt notwendig, dass man die DeFi reguliert. Also mein Wunsch wäre vielleicht, dass man vielleicht mal so ein bisschen auch langsamer macht jetzt mit der Regulierung, auch den Markt ja, Zeit lässt, die Regulierung erstmal zu verstehen, sie umzusetzen und dann mal weiterschauen. Lass mal kurz noch mal darüber reden, so wo wir gerade in Deutschland stehen und welche Chancen wir haben. Jetzt haben wir zwei Startups hier auf der Bühne. Fühlt ihr euch momentan in Deutschland sozusagen, also wohl ist das eine, und glaubt ihr, dass ihr aus euren Unternehmen internationale, also die Deutsche Börse ist ja ein internationaler Player, aber glaubt ihr aus euren Unternehmen internationale Player aus Deutschland heraus bauen zu können? Jan, wenn du mal anfängst? Also ich glaube, es gibt so ein paar Grundvoraussetzungen, die sind deutlich besser als vor 5 Jahren. Man kann prinzipiell, glaube ich, die Behauptung aufstellen, Berlin ist Blockchain Capital. Das ist, glaube ich, so ein sehr, sehr gutes, relativ viel Talent, viel Netzwerk, viel auch Kapital. Das ist auch relevant, dass im Prinzip in Berlin möglich ist. Du hast mit dem deutschsprachigen Raum, das ist ja dann Deutschland, Österreich, Schweiz, eigentlich einen der spannendsten europäischen Märkte jetzt durch den Brexit, weil vorher wäre es im Prinzip die UK gewesen. Sehen wir jetzt an Trade Republic, die 5,7 Milliarden Bewertungen haben, bevor sie im Prinzip aus Deutschland rausgehen, was ja vorher nie denkbar gewesen wäre. Also ich glaube, da von dem Thema Talent, Kapital und auch Market Reach ist eigentlich relativ gut oder deutlich besser als vor 5 Jahren. Ob das dann klappt, hat, glaube ich, immer noch ganz viel mit Glück und Timing und allen möglichen anderen Sachen zu tun. Selbst wenn man ganz, ganz viele Sachen toll macht, können immer noch sehr viele Sachen schieflaufen. Aber ich würde sagen, wir waren nie besser aufgestellt in Deutschland in der Hinsicht. Das heißt, Kohle ist da, Talent ist da, Ideen sind da. Genau, also ich würde es mal von Nummer 1 Talent. Also du wirst mit Kapital, wirst du trotzdem niemanden nach Wuppertal bekommen, ja, der dann da arbeitet. Jetzt haben wir sowieso eine Dezentralisierung. Zweites Thema ist Kapital. Kapital kommt von VCs, aber auch von Gründern, die jetzt geexitet haben, weil das ist ja das, wenn man selber dann nachts da rumsteht und sich überlegt, warum das alles nicht funktioniert, hilft es meistens, wenn ein anderer Gründer einem dabei hilft und, oder Gründerin. Und das dritte ist im Prinzip, wie funktioniert meine Distribution, also welchen Markt kann ich mir zuerst holen? Wenn ich mit Norwegen anfange, dann ist es halt ein ganzes Stück schwieriger. Ja, und das wiederum bringt dann dazu, dass ich weniger Kapital habe und wieder weniger Talent. Also in der Hinsicht, ich mache jetzt seit 10 Jahren Startups, ich glaube, ich habe nie eine bessere Zeit für Gründer erlebt, als es jetzt so ist. Und das macht mich auch etwas vorsichtig, würde ich sagen. Also vielleicht sind wir bald an einem Peak bei verschiedenen Themen, ja, aber nö, ich würde es gerade eigentlich. Dorett, wie siehst du das? Also wenn du auf euch als Startup guckst, siehst du, dass ihr ein European weltweiter Player werden könnt aus Deutschland heraus? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, mit der Gesetzgebung, die jetzt in Deutschland geht, nicht, dass ich jetzt nochmal nennen möchte, sind wir sicherlich in einer guten Lage, da europaweit herauszuwachsen. Technologisch ja sowieso. Also ich meine, die Blockchain-Technologie ist ja nicht an Landesgrenzen geknüpft. Insofern ja. Das auf jeden Fall. Es geht bei uns ja dann noch dazu, was ist Wertpapierregulatorik und alles, was damit zusammenhängt. Aber das sind Dinge, die unsere Software ist da sehr agnostisch, sowohl auf der Blockchain-Seite als auch auf der rechtlichen Seite und auf jeden Fall. Ja, ihr seid ja sozusagen fast ein Exit-Kanal für das ein oder andere Startup, ne? So als etablierter Player. Und ihr macht ja eine ganze Menge Investments. Guckt ihr gerade auf das Thema Tokenisierung nochmal ganz, ganz besonders drauf und screent den Markt? Ja, ich würde es ja ein bisschen anders formulieren. Wir gucken uns eigentlich nicht nur eine Technologie an. Wir haben so etwa 4 Technologien definiert, die für uns interessant sind. Das sind Themen in Sachen Cloud, das ist natürlich Big Data und AI-Themen, das ist DLT, Blockchain. Und dann ist für uns immer die Frage, wie passt das entweder zu bestehenden Teilen unseres Geschäfts oder wie hilft uns das eigentlich dabei, diese nächste Generation von Marktinfrastruktur eigentlich zu bauen und auszurollen. Und wenn du dir, also wir gucken halt, wie arbeiten wir mit Fintechs zusammen, und du weißt aus eigener Erfahrung, bei uns ist es so, wir machen am Ende nicht nur ein Investment, sondern wir versuchen schon, diese Fintechs bei uns ein Stück weit einzubetten und eine gemeinsame Entwicklung dort zu ermöglichen.
weil ich glaube, nur so kann es funktionieren. Corporates und Fintechs ticken schon, muss man fairerweise sagen, sehr, sehr unterschiedlich. Und ich sage mal, diese Gearbox, diese Übersetzung dahin zu kriegen, ist nicht immer einfach. Aber wenn das funktioniert, dann können da, glaube ich, sehr spannende Partnerschaften daraus entstehen. Und dann kann man auch eigentlich den Wert, den das Fintech und diese Idee hat, und auch die Leichtigkeit, diese Geschwindigkeit, und die kann man dann wirklich auch, diese Vorteile kann man dann auch nutzen für ein Corporate. Ja. Wir wollten ja so ein bisschen noch darüber sprechen, was werden wir in der Zukunft alles tokenisieren? Das haben wir so ein bisschen gehört, worüber, was wir gerade schon tokenisieren. Ich glaube, Jan hat mit seinem Turnschuh und seinem Porsche und so was schon ein bisschen in die Zukunft geguckt. Was glaubt ihr, wenn ich mal die Frage nochmal in die Runde gebe, was sind so die bescheuertsten oder die crazysten Sachen, die wir möglicherweise in den nächsten 5 Jahren tokenisiert sehen und die möglicherweise plötzlich handelbar werden? Was glaubst du, Alireza? Also an bescheuert kann ich wirklich denken, aber an was kommen wird? Also ich glaube, der Trend geht auch dazu, dass man zum Beispiel anfangen wird, Aktien zu tokenisieren, aber wirklich Aktien zu tokenisieren. Da gibt es schon ein paar Unternehmen, die aus Israel dazu langsam rüberkommen nach Europa. Natürlich, diese ganzen Non-Bankable Assets, jeder redet davon. Für mich ist es schon eigentlich Schnee von gestern, ja, aber kann durchaus sein, dass dann bald Weinberge, edle Metalle tokenisiert werden. Das kann durchaus passieren, aber man kann auch durchaus eine deutsche Börse oder wirklich Aktien tokenisieren. Das könnte auch passieren. Jens, was glaubst du? Ich sage mal 2 Themen. Das eine ist, ich glaube, es gibt gerade unheimlich viele Gedanken rund um das Thema Tokenisierung von Verschmutzungsrechten. Es wird ein Thema werden, auch gerade vor dem ganzen Thema Klimawandel, ESG. Das guckt man sich, glaube ich, sehr intensiv an, was ich auch richtig... Da braucht man noch ein anderes Wort für. Tokenisierung von Verschmutzungsrechten klingt so komisch. Gut, da können sich dann andere drüber Gedanken machen, was ein fancy Wort ist. Und das Zweite ist, ich bleibe dabei, ich würde gerne irgendwann dahin kommen, dass ich meine Arbeitskraft tokenisieren kann, tageweise anbieten kann, und die wird dann auch direkt abgerechnet. Es gibt einen digitalen Arbeitsvertrag, und dann können die Unternehmen entscheiden, wie Arbeitskraft flüssig eigentlich wird. Ja. Jan? Also ich glaube, es gibt die offensichtlichen Themen, wie gerade angesprochen. Ich glaube, was total spannend wird, ist Utility in Tokens. Also dementsprechend, was heißt das, wenn ich einen gewissen Token einer Brand habe und an einem gewissen Ort bin und damit etwas freigeschaltet wird? Was heißt das, wenn ich ein Fan einer Band bin und so weiter und so fort? Ich glaube, da gibt es noch enorm viel. Man kann das Ganze für Konferenzen wie hier machen. Es gibt Zugang, Access über Brands. Damit wird neue Art von Community Building und neue Art von Investieren sein, weil Status Quo, wir sehen es gerade in der Games-Branche, also diese Thema, dass ich Skins kaufe, ob ich sie selber eigentlich auch als Investment sehen kann. Ich glaube, da sind wir ganz, ganz am Anfang. Das super Interessante wird sein, welche großen Brands es früh genug verstehen, diesen Trend für sich zu nutzen, weil sie damit die stärkste Anhängerschaft haben, die sie im Prinzip jemals haben könnten. Das, was früher Social Media war, und ich bin irgendwie dein Fan, ich bin jetzt Teil deines Unternehmens und ich habe Teil an einer Wertentwicklung. Das ist gerade bei Luxusbrands, glaube ich, unglaublich spannend. Aber genauso könnte das dementsprechend bei Fahrzeugen der Fall sein. Also wenn ich einen Tesla NFT habe und der dementsprechend ein Premium-Feature freischaltet und ich den aber wiederum irgendwann an Alireza weiterverkaufe, und das, weil es davon nur 1.000 gab, die gemintet wurden. Also ich glaube, da werden wir in den nächsten 12 Monaten verrückte Sachen sehen und in den nächsten 36 Monaten absolut crazy. Und das, dann deshalb meine ich mit bescheuert. Also, ja, also dann, im Sinne dann, von crazy und out of the box. Und da ist die Gefahr, und das mal ganz kurz dieses... Ich glaube, wir sind bei NFTs, gerade bei ICO 2.0. Also da gibt es ganz viele Leute, die für absoluten Quatsch probieren, irgendwie Sachen zu verkaufen. Ja. Aber auch damals gab es die Protokolle, die einfach dann relevant wurden. Das Ocean-Protokoll ist geblieben, es gibt Ethereum ist geblieben und so weiter. Also die Top 10 blieben schon. Das Problem waren die anderen 900 Shitcoins. Ja? Und ich glaube, das hat man sicherlich jetzt auch. CryptoPunks werden bleiben, Toads werden bleiben, Bored Apes werden bleiben. Aber klar, da wo das Geld jetzt hinfließt, da sind natürlich auch viele Leute, die damit dann vielleicht nicht das Optimale machen. Ja. Dorette, was glaubst du? Ich kann jetzt ja gar nicht mehr so viel ergänzen. Was gibt es noch für Sachen auf der Welt? Ich bin überrascht, dass keiner über Immobilien spricht. Ja gut, weil die werden ja schon tokenisiert. Also das wäre ja gar nichts Neues, sondern das ist ja schon ein alter Schuh, wie Alireza sagen würde. Also da weiß ich gar nicht, wie viele Immobilien wir da schon gemacht haben. Ich glaube, die Frage ist nicht, was kann man alles tokenisieren, sondern wo macht es Sinn? Und das muss man noch analysieren, oder das wird sich entwickeln, und dann wird es irgendwann mal wird's von jedem ein Token-Abbild geben, und am Ende wird man merken, okay, bei den 50% macht das halt Sinn, da stiftet das einen Mehrwert, und bei den anderen 50%, ja, war ein schöner Versuch und jetzt haben wir den, und dann kann man damit noch sagen, guck mal, ich habe in meinem Wallet diesen, weiß ich nicht was, aber... Ja, ich glaube, das ist die wichtigere Frage, die man vielleicht beantworten muss. Also zum Thema Brand finde ich ganz spannend, weil ich habe das Gefühl gerade, dass nahezu bei jedem Fußballverein und bei jedem großen Club das Thema irgendwo entweder auf der Brust oder auf der Bande stattfindet. Und ich habe so ein bisschen so die These, dass das ein Stück weit die,
Wettanbieter ablöst und dass da so plötzlich so eine Zockerei und dass die Zielgruppe teilweise die gleiche ist. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also ich denke, bei den Fußballvereinen, wenn man sich mal anguckt, die Token Economy dieser Fußballverein-Token sind grauenhaft. Ja. Also, weil da habe ich noch keinen gesehen, der Mehrwert gebracht hat. Die Grundidee, dass man sozusagen, ich glaube, der FC Bayern hat 400.000 eingetragene Mitglieder und wahrscheinlich weltweit irgendwie, sagen wir mal, 50 kannst Millionen Fans. Kannst du den Podcast von Westermeier mit Uli Hoeneß hören, dann weißt du, wie. Ja, genau, so ungefähr. Also da gibt es natürlich total spannende Sachen, mit denen man machen kann und aber wo auch der FC Bayern endlich positiv von seinen Fans partizipieren kann, damit sie nicht mehr nur noch Fans werden. Das große Problem ist mit dem Wetten, das sehe ich schon auch so, weil dann rutscht es in einen so unregulierten Markt ab, dass es ganz grauenhaft wird. Also das wirkt so ein bisschen so, dass genau, das neue Wetten werden könnte. Ne? So. Ihr Lieben, wir sind schon ein Stück weit über der Zeit, aber nahezu fast in time. Ich danke euch sehr für diese Runde, hat Spaß gemacht. Und wir machen mal die Runde auf und wir werden jetzt eingerahmt von den beiden hier und jetzt wird die Runde nochmal aufgemacht. Ja, Chapeau, dass ihr so just in time seid. War wirklich interessant und ich glaube, wir sind bei dem Thema wirklich eigentlich noch fast am Anfang. Und diese Ausgangsbeschreibung können wir meine Oma tokenisieren, wenn wir hier bei Craziness sind, also vielleicht irgendwann, ja. Eine Ergänzung haben wir aber ganz wichtig, weil du hast angesprochen, Konferenzen wie diese zu tokenisieren. Oder das machen wir natürlich schon. Es gibt natürlich ein Konferenz-Badge, nur mal so als Info. NFT-Tobi sitzt ja auch hier, hat uns das schön vorbereitet, vielen Dank. Also wer noch keinen hat, holt sich gerne ein. Genau, also auch Beschreibungen für Newbies schicken wir auch gerne nochmal ein schönes Giveaway für alle, die NFT-begeistert sind. Genau, wir würden die Runde gerne öffnen. Gibt es Fragen? Da hinten sehe ich schon eine. Wir eilen. Sind wir schon Man sieht besser. Wirklich nichts von hier. Ich höre dich. Genau, also meine Frage geht zum Thema Marktinfrastruktur für Digital Assets. Glauben Sie, dass sich da der Markt fragmentiert und somit auch die Liquidität fragmentiert? Oder wird es letztendlich so sein, dass dann ein großer Player wie zum Beispiel die Deutsche Börse mit D7 dann alle Cashlinks dieser Welt schluckt? Die Deka hat ja auch mit Zwiat jetzt eine Plattform ins Leben gerufen. Also wie würden Sie das einschätzen? Wer möchte? Ich glaube, Jens ist da gefragt. Die Frage ging an mich, ne? Also ich denke, dass es wird nicht diese eine Plattform geben, es wird nicht diese eine digitale Plattform geben, auch wenn ich glaube, das ist meine private Meinung, dass je größer Netzwerke sind, diese digitalen Finanzmärkte, desto effizienter werden sie. Wir werden eigentlich in eine Welt kommen im nächsten Schritt von zunächst mal erhöhter Komplexität, nämlich wo bestehende Infrastrukturen miteinander interoperabel sein müssen, bestehende Infrastruktur mit digitaler und digitale Infrastrukturen untereinander. Ja, und das sind unterschiedliche Protokolle, das ist die Integration in Legacy. Und das heißt, aus meiner Sicht kommen wir erstmal in eine Welt, die komplexer wird, um dann wahrscheinlich über Zeit, weil am Ende reden wir über Skaleneffekte, wir reden über reduzierte Stückkosten, um dann über Zeit in eine Konsolidierung reinzukommen. Und es ist ja auch fair, jeder, ich meine, die unterschiedlichen Marktteilnehmer, die experimentieren gerade, jeder überlegt, macht eine eigene Plattform Sinn, aber am Ende muss man mit einem Betrieb von einer Plattform und von einer Infrastruktur Geld verdienen. Oder zumindest der Betreiber muss es. Und da wird es nicht so viele geben. Das heißt, über Zeit werden wir wahrscheinlich eine gesunde Anzahl von Marktinfrastrukturen sehen. Dorette, die Frage geht ja so ein bisschen auch in deine Richtung ja, auch. Ja, nee, absolut. Also und wir sehen aber Fragmentalisierung eher positiv. Also es wird ja theoretisch ein Monopol, das momentan besteht, aufgebrochen. Und Monopol war noch nie gut. Also zumindest in meinem BWL-Studium habe ich das so gelernt. Also insofern sicherlich eine vielleicht zu große Fragmentalisierung bringt Ineffizienzen mit sich und das wird sich dann wieder konsolidieren. Aber dass es mehr Player gibt und Teilnehmer in diesem Markt ist positiv aus unserer Sicht. Aber ganz kurze Vorlauffrage, würdet ihr beide nicht sehen, dass wir gerade in so einer Unbundling-Phase sind, also wie Fintech damals 2012, also das ist jetzt ganz viele kleine und die wird irgendwann jetzt zu Bundling führen? Würdet ihr das auch so sehen, dass jetzt ganz viele kleine Player probieren, in kleine Stücke der Industrie nachzubauen oder wäre jetzt vor allem auch deine Sicht, würdest du sagen, nee, das wird jetzt... Wischen wir einmal drüber und dann sind wir durch. Nee, da wischen wir nicht einmal drüber und dann sind wir durch. Ich glaube, um das nochmal zu sagen, ich glaube, das, was da gerade passiert, ob es DeFi ist, ob es die ganzen Fintechs und Startups sind, die haben eine total wichtige Funktion, weil nur so kann ich eigentlich die bestehenden, die etablierten Spieler auf der einen Seite challengen, auf der anderen Seite aber auch
das da draußen entwickeln, was irgendwann, sag ich mal, ist ein bisschen wie Formel 1 und dann in der Serienproduktion. Mhm. Ich sehe da draußen was und spannend zum Beispiel die Produktvielfalt, die da in DeFi gerade passiert. Und dann ist die Frage, wie übertrage ich es eigentlich in, sag ich mal, einen großen Industriekontext. Deswegen glaube ich nicht, dass es am Ende so ein, sag ich mal, die gefressen werden von den Großen gibt, sondern ich glaube, dass aus diesem Portfolio, was wir da gerade sehen, an Initiativen, die da entstehen, da wird es einige geben, die werden wachsen, die werden groß werden und andere werden vielleicht verschwinden. Am Ende ist auch eine Frage von Geschwindigkeit und Anpassung. Wir haben das in der Vergangenheit gesehen. Das war Anfang der 2000er, als MiFID zunächst kam oder ja 2008, 2009. Da gab es einige Spieler, die sind komplett neu am Markt entstanden. Die haben die bestehenden Spieler herausgefordert und die sind dann auch geblieben. Also ja, es ist nicht so, dass sie dann alle verschwinden, sondern da gibt es welche, wenn die Geschäftsmodelle gut sind, die bleiben dann auch und die setzen sich auch durch in Teilen. Ne? Oder werden dann doch irgendwann übernommen. Auch das manchmal. Es gibt noch eine Frage aus der Community, die wurde eigentlich im Zuge eines anderen Panels gestellt, passt aber hier auch ganz gut. Und zwar, wie wird sichergestellt, dass ein tokenisiertes Asset nicht mehrfach tokenisiert wird, vor allem wenn man auf physische Assets guckt? Alireza oder Jan können das ja wunderbar eigentlich. Auch du zuerst rechtlich und ich dann, wie wir es machen. Ja, da gibt es eigentlich das Modell, wie es die Liechtensteiner machen, dieses Token-Container-Modell. Sprich, die Blockchain selbst, die kann ja nicht bestätigen, was in der physischen Welt existiert. Man braucht da doch noch eine Person, die dann verifiziert und sagt, dass der eine Token wirklich auch das Asset in der physischen Welt widerspiegelt. Ja? Und das bräuchte man tatsächlich. Und das haben ja die Liechtensteiner mit dem TVTG meines Erachtens gut dargestellt. Sowas haben wir in Deutschland regulatorisch noch nicht. Aber ja, Jan, sag du mal, wie ihr das macht, wie ihr sicherstellt, dass ihr das Asset auch wirklich habt. Genau, also ich glaube, es gibt ja zwei Sachen dabei. Das eine ist sozusagen, warum vertraue ich oder vertraue ich nicht zu dem ganzen Thema? Wir machen das eigentlich relativ klar. Wir machen natürlich ja Bilder davon, wir lagern das, wir identifizieren das dementsprechend mit einem Token. Wir haben sogar alle 6 Monate kommt ein Wirtschaftsprüfer vorbei, der sagt, okay, das Inventar ist immer noch da. So ganz, ganz Oldschool-Style, wo sozusagen wir dann ein Zertifikat bekommen, dass es das alles auch real gibt. Ich glaube, die Grundfrage ist ja die eigentlich, die gibt es ja bei NFTs oder auch also Pure Digital oder Physical and Digital. Die Vervielfältigkeit ist das eine, aber wie kann ich denn nachvollziehen, dass real der Besitzer der ist? Und dann ist es ja eigentlich relativ einfach. Also da gibt es dementsprechend einen geminteten NFT, der wiederum sagt, das ist jetzt sozusagen der Banksy, das ist damit verbunden, hier gibt es keine Transaktion. Und jemand anders probiert das Ganze dann nachzubauen und auf OpenSea zu verkaufen. Das ist ja das, was wir tagtäglich eigentlich sehen. Also wir machen das mit einer ganz deutsch und ordentlich, mit dem Wirtschaftsprüfer, der da nachguckt, ob das dann da ist. Wir zeigen das, wir zeigen, wie wir es einlagern. Der kommt immer vorbei und sagt, das ist immer noch da und das verbinden wir mit dem Token. Genau, und das ist auch der Status Quo-Weg, wie der geht. Und dass dann irgendjemand probiert, wie bei ganz vielen anderen Sachen ja auch, das zu kopieren und dann irgendwie für 3 ETH auf OpenSea zu verkaufen, ist jetzt Gott sei Dank noch nicht unser Problem, ist aber allgemein ein Problem, was wir haben in der Digital Economy mit der Nachvollziehbarkeit und dass dann hoffentlich jeder seinen Research macht, bevor er vielleicht 20.000 Euro für etwas ausgibt. Ja. Aber ich habe dann eine Anschlussfrage zu. Ist das nicht, also die physische Welt, also die echte Welt, am Ende das schwächste Glied in der Kette? Also ich stelle mir das jetzt so vor, du hast ein Schließfach, da ist eine Nummer drauf, da ist was drinne, da gibt es einen Token. So, den Token irgendwie zu manipulieren, schwierig, nicht möglich. Aber ich kann natürlich jetzt zum Schließfach gehen, anderen Aufkleber drauf und zack. Natürlich, deswegen. Also ganz platt, ich meine, ihr werdet keine Aufgabe hoffentlich nutzen. Also deswegen haben wir ja auch sehr, sehr tolle, sichere Bankschließfächer, wo es sehr, sehr schwierig ist reinzukommen, so wie bei allem anderen auch. Aber klar, natürlich ist es das Thema, wenn wir jetzt diese Bubble glaubt, dass digital das sicherste ist, das sehe ich auch ganz genauso, dass es natürlich da die größte Möglichkeit der Manipulation potenziell bestehen würde. Jetzt gehen wir davon aus, dass dieses Asset in der Schweiz in einem Steuerfreilager liegt. Und der Herr sich hier bereit erklärt, das Asset zu verkaufen und du kaufst es, du sitzt in Tokio, er ist in New York, das ist der Übertrag des Tokens, das Asset bleibt in der Schweiz. Es gibt noch einen wunderschönen NFT dazu und dann ist es ja trotzdem, also der Übertrag des Assets funktioniert, ja. Es wird relativ sicher gemacht. Das haben wir ja theoretisch als Beispiel, diese ganzen Porsches aus den 70ern, die jetzt so unglaublich teuer geworden sind, die sind alle reihenweise aus Garagen geklaut worden, weil die Leute die gar nicht bewusst waren, dass das jetzt zum Teil dann 120, 130, 140.000 Euro wert ist. Also ja, das ist natürlich das. Und auf der anderen Seite, wenn meine Metamask halt leider gehackt wird, dann ist das Geld halt auch weg. Also das ist ja. Ihr Lieben, jetzt haben wir wirklich doch überzogen. Ich sage auch danke an euch, danke, dass ihr hier wart.
Ich glaube, die ein oder andere bleiben auch noch ein bisschen länger hier, wenn man so in 1-zu-1-Gespräch nochmal gehen will und Fragen stellen möchte. Genau, wir machen jetzt nochmal eine kurze Umbaupause. Genau. Vielen Dank. Danke. Dankeschön. Danke.